Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich von Elfe vom Meer oder besser gesagt die Sims-Suchtis das Video gesehen von AEN Castaway Challenge. Ja, und ich habe mir gedacht, hey, mach doch da einfach mal mit und habe kurzerhand mal einen Sim erstellt. Und möchte jetzt dort diese Challenge beginnen. Ich werde aber das so machen, dass das nicht regelmäßig kommt, sondern immer nur so, wie ich Zeit habe, da ich ja schon drei Let's Plays am Laufen habe und muss jetzt auch erstmal schauen, wie und was. Das ist Enya. Ja, und Enya, jetzt habe ich es vergessen, Enya Reed, genau. Und die gute Enya, die ist hier nach einem Flugzeugabsturz gestrandet und muss jetzt gucken, dass sie überlebt. Ich darf das Geld nicht behalten, sagt die Challenge. Deswegen werden wir das Geld gleich mal zurücksetzen. So. Sie hat also hier nur das, was sie hier hat. Dieses Grundstück bekommt man auch in der Galerie unter AEN Castaway Insel. War es, glaube ich. Ja, auch unter Elfe vom Meer, da könnt ihr nachschauen, das ist auch von ihr. In der Regel, ich werde euch das Video mit den Regeln auch verlinken, nachher in der Videobeschreibung. Ich muss jetzt 2 Sims-Wochen, das heißt von Sonntag 8 Uhr und dann 2 Wochen später wieder bis Sonntag 8 Uhr, mit diesem Sim spielen. Gucken, dass sie überlebt. Ich darf Sachen, was ich angefertigt habe, verkaufen über Plopsi. Ich kann es auch so verkaufen übers Inventar. Das Haus hat die Merkmale und durch das Update konnte ich jetzt mehr Merkmale machen, habe ich jetzt gesehen. Und zwar die liebe Elfe, Ozeanparadies war schon vorher drin und die liebe Elfe von die Sims-Suchtis hat noch abseits des Netzes und vulkanische Aktivität hinzugefügt. Ja, und da das jetzt irgendwie ist, dass man jetzt mehr macht, habe ich gedacht, mache ich doch noch heimisch dazu und vielleicht natürliches Licht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gegen die Regel ist, aber sie wird sich bestimmt dieses Video anschauen und mir dann in den Kommentaren hoffentlich hinterlassen, ob ich das wieder wegnehmen muss oder ob ich das lassen darf. Ja. Zumindest hat dieses Grundstück diese Merkmale, die vorgegeben wurden. So, ihr seht, sie hat nicht viel. Sie hat eine Feuerstelle, damit sie hier was zum Essen machen kann. Sie hat hier solche Fisch Dinger. Dann hat sie was, eine Werkbank und ja. Dieses Sim hat übrigens, findet ihr auch in der Galerie unter dem Hashtag AEN Castaway Sim. Auch das verlinke ich dann nachher unten in der Videobeschreibung. Sie wurde eigentlich ohne CC erstellt, bis auf die Lashes. Die Lashes sind von Kiiko. Wollte ich jetzt nur mal so erwähnt haben. Also wenn ihr euch den ladet und ihr habt es nicht an CC-Sachen, dann sind einfach nur die Wimpern weg. Alles andere ist noch da. Und ich würde jetzt sagen, wir starten und schauen doch mal. Okay, wir haben heiß, das heißt, oder warm, das heißt, ich kann sie gleich mal umziehen. Outfit wechseln, wir nehmen das Warmwetter-Outfit, damit ihr nicht zu heiß wird. Was willst du machen mit Bau von Sandskulpturen fortfahren? Brauchen wir jetzt eigentlich nicht machen. Ich würde sagen, ich schicke sie als erstes mal angeln. Wasser sammeln brauchen wir auch noch nicht. Wir haben noch keine Dusche, denn wir haben noch kein Geld verdient. Geh mal bitte hier angeln. Angelfähigkeit erworben. Ja, du musst schon hier etwas angeln, denn ja, es wird schwierig. Ich würde vielleicht auch mal den Plumper wegnehmen. Das gibt dann irgendwie schönere Bilder. Ich weiß gar nicht mal, wie es geht. Naja, dann halt nicht. Muss ich halt näher hinfahren, damit der nicht drauf ist. Hab's vergessen. Auch mir passiert das mal. Oh. Sie hat was gefangen. Machst du schon im Glecksmeier Außenposten auf Batu? Lass mich mal in Ruhe. Da gehen wir nicht hin, weil wir können hier nicht runter. Ja. Extra 9 Spielstände dafür angefangen.
Und oh, sie hat ihren ersten Fisch gefangen. Wahnsinn! Das ist ja der Hammer. Das finde ich jetzt echt klasse. Was ist das denn für einer? Ein amerikanischer Flussbarsch. Juhu. Schön. Unser Essen ist gesichert, würde ich mal sagen. Ja, ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Also wir dürfen uns auch Sachen kaufen, die funktionieren, wenn es solange es abseits des Netzes ist. Und es gibt sogar Kühlschränke, die abseits des Netzes sind. Ich habe mir überlegt, ob ich dann vielleicht mit einen dann besorge. Oh wow, der raucht aber da hinten. Das gibt mir doch zu denken. Ob das gut ausgeht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Rechnungen muss er auch bezahlen. Also da bleiben wir auch nicht verschont. Also wir werden jetzt schon mal sehen, was es so gibt. Oh, was sehe ich denn da? Wir können auch stricken. Aber gleich mal hier rein. Das werden wir doch nachher gleich mal ausprobieren hier. Jetzt hat sie noch einen Fisch gefangen. Okay, da gibt 13 Simoleons, 18 und der 7. Mit so viel Fische können wir gar nichts anfangen. Okay, wie sieht es denn aus bei dir? Mit niemandem reden. Wir können jetzt nicht mit niemandem reden. Da könnten wir ein bisschen rumfahren, das tun wir auch nicht. Ich denke mal, drei Fische reicht doch jetzt erstmal. Strandgut sammeln, nach Muscheln suchen. So, drei Fische reichen jetzt erstmal. Süße. Drei Fische reichen. Haken, Schnur und Blinker. Mit der ausgeworfenen Angel am Seeufer zu stehen, fühlt sich für Enya einfach richtig an. Ist das ein Hinweis darauf, dass sie angeln mag? ja, denn das Angeln wird uns noch eine Weile begleiten. Auf alle Fälle. So herrlich, oder? Aber ganz alleine auf einer Insel? Ich weiß nicht. Ich glaube, da würde mir sehr schnell langweilig werden. Obwohl, ich liebe es ja am Meer. Kannst du vielleicht Strandgut sammeln? Oh ja, das macht sie schon von alleine. Oh, wie cool. Entschuldigung, ich muss mal kurz Pause machen. Aber seht ihr das? Oh mein Gott. Schmetterlinge. Kommen denn die her? So, ich habe es hinbekommen. Ich habe den Headline-Effekt ausgeschalten. Ja, mir ist dann doch noch eingefallen. Jetzt sind sie weg. Oh, schade. Oh, was hat sie gefunden? Oh ja. Unser erstes verdientes Geld. Das würde ich doch mal sagen, nehmen wir doch gleich mal mit. Und den können wir wahrscheinlich gar nicht essen. Deswegen verkaufen wir den auch. Wahnsinn. Also sie hat hier auch Pipi-Büsche, das ist gut. Dann kann sie nämlich da dann ja, Pipi machen gehen. Hallo, was kann ich jetzt damit machen? Hier hinwarten. Okay, dann hier hinwarten. Kann ich die da einfach nur so platzieren? Falle verwirren, um mit der Zeit verschiedene Meeresfische zu fangen. Okay, mach mal das. Und das. Das kriegt sie hin, oder? Das hätte ich nur so da reinziehen sollen. Naja, ich habe damit noch nie gespielt, aber das ist gut. Wenn das jetzt hier so ist, dann hat sie vielleicht Chance, dass sie doch irgendwie dass da Fische fängt. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Okay, sehr schön. Das freut mich. Da fällt mir ein, Pflanzen dürfen wir auch noch nicht kaufen und anpflanzen. Wir müssen erst noch was herstellen. Also, wenn wir die hier herstellen können, dann dürfen wir erst Samenpakete kaufen und was einpflanzen. Ja, und das versuchen wir doch. Hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Das ist schön.
Dann mach mal. Ich bin echt gespannt, ob du das hinkriegst. Wir haben schon 12, 13 Uhr mittags. Sie hat noch keine Ruhe. Das wundert mich auch. Okay. Tut dir nicht weh, ich sag dir's. Ich brauch dich noch, sonst wird dieses Let's Play hier nämlich gar nichts. Oh, die sieht sehr. Ei, die hackt da rum. Ob das was wird? Ich befürchte eher nicht. Nein, nein, nein. Ja, liebe Enya, auf was haben wir zwei uns da eingelassen? Auf dieser Insel, ganz alleine, und du darfst hier werkeln und tun und machen und... Oh, schön, sie hat schon eine Holz... Sehr gut. So, 10 Simoleons, echt? Vielleicht können wir das... Hahaha, Pupsi geht gar nicht. Ist ja abseits des Netzes. So ein Schrott. Tja, somit war es dann auch mit dem Telefon. Komisch, aber vorhin hat uns jemand angerufen, ne? Fällt mir da gerade so ein. Das ist ja mal. Oh, sie hat schon Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Sehr schön. Juhu, es geht voran. Ja, Ich weiß allerdings nicht, wie lange das dauert, bis man da hier Fische dann drin hat. Ich denke mal, dass es so einen Tag dauern wird. Ich habe mit denen noch nie gespielt. Also ich spiele oft auf Solani, aber das habe ich noch nie verwendet. Ja. Oh, Süße. Muss ich mir jetzt hier den ganzen Tag hier zusehen? Komm, mach mal schneller hier. Jetzt hat sie Feuer gemacht. Okay. Das kann man, gibt 20 Simoleons. Wenn du jetzt Feuer machst, dann kannst du doch mal Mütze stricken und dann strickst du mal diese Mütze. Was macht sie jetzt? Setzt sie sich extra auf den Stuhl. Okay, so kann man es auch machen, ne? Eieiei. Auf Plopsi anbieten. Wie geht? Das können wir nicht mal verkaufen, aber das können wir verkaufen. Nimmst du uns mal mit? Hallo? Ah, jetzt macht sie aber hier ziemlich viel. Jetzt will sie schwimmen. Elf Simoleons. Wir haben nicht mal einen Mülleimer. Ich glaube, einen Mülleimer brauchen wir als erstes. Wo willst du denn hinschwimmen? Könntest du jemand anrufen? Wir kennen ja nicht mal jemand. Wir können also mit niemandem reden. Na dann. Geh noch mal angeln. Komm. Den verkauf mal, der gibt 18 Simoleons. Eine Kokosnuss. Oh, klasse. Die können wir dann, wenn wir mal einpflanzen können. Beziehungsänderung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Thunfisch. Ja. Da hat sie jetzt zwei davon. Oh. Nee, 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 nee. Du musst mal pieseln, könntest du mal das bestäuben und dann brauchst du was zum Essen. Jetzt sind wir endlich soweit. Okay, anzünden. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so auch bei euch so komisch aussieht, oben jetzt in der Leiste nach dem Update, aber bei mir sieht es jetzt so aus. Keine Ahnung, ich muss dann vielleicht mal gucken, vielleicht ist auch irgendwas kaputt. Wer weiß es? In welchem Busch bist du jetzt? Sehe ich es nicht mehr. Ach, da. Okay. Dann komm mal schnell, Süße, und zünde das an. Du musst nämlich was essen.
So, grillen. Gegrillter Fisch. Jetzt setzt sie sich dahin. Das ist auch so ein Ding. Mit dem ständigen Wechsel. Ich meine, sie saß doch schon, dann hätte sie auch sitzen bleiben können. Ob sie diese Challenge überleben wird, das kann ich euch nicht sagen. Ich bin in sowas wirklich schlecht. Oh, wir haben 547 Simoleons. Da gehe ich doch und schau mal, ob sie ein Bett hat. Aber erst wenn sie den Fisch gegessen hat, sonst macht sie mir dann nicht mehr weiter. Meistens brennt es ab und dann ist der Fisch weg. Dann darf ich wieder von vorne anfangen mit Angeln. Und? Der Fisch noch nicht fertig. Jetzt hat sie die Kochfähigkeit aber mir, genau. Schnabulier mal. Ist jetzt nur einer? Ja, das haben wir immer noch. Wir haben nicht mal einen Mülleimer, ne, Leute? Also das ist der Hammer. Muss man echt mal gucken, dass wir das alles hier irgendwie herkriegen. Wenn es nur so eine Tonne ist. Aber ich weiß nicht, wie teuer die ist. Ich habe keine Ahnung. Könntest du mal bitte schneller essen? So. Okay. Dann besorge ich jetzt mal irgendwie was zum Schlafen für das bisschen, was wir haben. Also ich glaube, bei mir ist das kaputt. 255 Simoleons. Ernsthaft? Echt jetzt? Also gut. 255 Simoleons. Ich fasse es nicht. So. Meine Güte, ist das teuer. Nee, wir gehen jetzt auch nicht schwimmen. Wir gehen jetzt mal schlafen. Gute Nacht, meine Süße. Aha, okay. Na? Sie ist wach. Können wir mal die Fallen überprüfen? Ja, zieh dich mal um. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn du das machst. Vielleicht befindet sich ja da schon mal was drin. Das wäre ja klasse. Die Schale ist einsatzbereit, aber es sind noch keine Fische reingekommen. Bitte schau später noch einmal vorbei. Okay, da ist noch nichts drin. Ja, schwimm mal. Da noch was drin? Okay, auch noch nichts. Gut, dann such mal du nach Muscheln nochmal. Grillfisch. Erstmal den gegrillten Fisch. Normal. Wunderbar, perfekt. Wo ist der Teller hin? Hat die jetzt gerade den Teller irgendwo da hingelegt? Und der ist jetzt weg? Sag mal. Dieses Eco-Zeug muss ich auch noch hier deaktivieren. Das geht gar nicht. Ja, ich will hoffen, das ist jetzt deaktiviert, denn ich mag das überhaupt nicht. So. Jetzt bau die eine Sandburg. Du sollst doch hier nach Muscheln suchen. Wir brauchen doch noch ein bisschen Geld. Wir brauchen ganz dringend nämlich noch einen Mülleimer. Ja, aber wirklich süße. Wir brauchen einen Mülleimer. Hast du jetzt was gefunden? Nix. Komm, weiter. Hier. 10. Such, such, such. Find mal was Gescheites. Jetzt hat sie eine Pizza gefunden. Die ist auch verdorben. Na super. Und das hat sie. Oh. Klasse. So, machen wir weiter. So kriegen wir Geld zusammen. Such nochmal nach Muscheln. Bitte, bitte lass noch was finden. Jetzt tut sie nach mir suchen, oder was? Oh mein Gott, nichts mehr gefunden. Okay, Möbel herstellen. Oh, Gartentopf, Gartenpflanzkiste. Jawohl, dann können wir endlich anfangen mit Pflanzen.
tanzen. Wenn sie die hat, dann können wir die gleich hinstellen und dann können wir die Kokosnuss daneben auch pflanzen. Oh, wie schön. Sucht sie schon wieder nach Muscheln. Möbel herstellen. Gartenpflanzkiste. Stell noch mal eine her, bitte. Ja, super. Und dann darfst du Muscheln suchen. Oh mein Gott, und ihr geht's immer beschissener. Ich dachte, wir haben jetzt keine Abstimmung. Oh, das nervt mich, dass wieder nichts funktioniert. Hast du jetzt was gefunden noch? Nochmal, einmal noch suchen. Okay, ich weiß, dir ist stinkelangweilig und du findest hier nichts. Und oh mein Gott, so können wir Geld machen. Sehr schön. Nochmal. Komm, find noch was. Pflanzen. Nichts mehr gefunden, aber das können sie pflanzen. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Sucht sie noch mal. Bewässern. Du sollst ja keine Burg bauen. So. Wir holen aus dem Inventar natürlich unsere Pflanzkisten, ne? Zweimal. Oh, wie klasse. Einmal. Zweimal. Das ist so toll. Und unsere Kokosnuss. Machen wir hier hin. Oh, wie schön. Und jetzt dürfen wir nämlich auch Samen kaufen. Oh je, sind die teuer. Wir fangen mal an. Blumen für Einsteiger, Früchte für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger und Kräuter für Einsteiger. Magische Pflanzen wollen wir nicht. Aber das ist doch schon mal was. Samenpaket öffnen und Samenpaket öffnen, Samenpaket öffnen und hier auch. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben Pilz zum Essen, eine Paprika. Oh, wir haben Bananen. Yippie. Banane können wir dann auch gleich und hier haben wir dann ein Blümchen. Die Kräuter. Was kostet denn dieses Pflanzdingens da? Das da hätte ich gern. Können wir das eigentlich kaufen oder müssen wir alles herstellen? Das hat sie eigentlich nicht gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir es herstellen dürfen, dürfen wir und wir dürfen kaufen, was wir wollen. 365. Ernsthaft? Oh mein Gott. Das ist aber teuer. Das ist aber echt teuer. Ich kann die bestimmt auch so pflanzen, ohne dass ich das da drin habe, oder? Oder funktioniert das auch, wenn ich das so reinstecke? Das hat ja eine Zeit lang überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben eine Taro. Mit der Taro fange ich auch nichts an. Aber okay. Wieso kann dieses Objekt nicht verkauft werden? Ernsthaft? Sicher kann man das verkaufen. Ernsthaft? Seit wann kann man das jetzt nicht mehr verkaufen?
Was ist denn das jetzt für ein Mist? Süße, tust du mir einen Gefallen und pflanzt das bitte alles ein. Und dann setze ich die Banane noch anders hin und dann passt das. Und dann würde ich den Part auch an dieser Stelle dann beenden. So. Und dann noch bewässern und dann ist alles gut. Ja, okay, ich lasse dich hier auch noch bieseln. Ja, du magst Gartenarbeit. Du solltest jetzt mal Paprika essen und Kochbanane essen und eine Petersilie essen und einen Pilz essen. Ja, ess das mal, dann geht es hoch. Aber dann muss ich wirklich den Part beenden, weil sonst wird die Folge zu lang. Ja. Ah, jetzt hat sie sich auch noch verbrannt. Die Rache der Natur. Was? Weil geerntetes Obst oder Gemüse gegessen hat. Echt jetzt? Oh mein Gott, okay. Alles klar. Meine Lieben, sie hat gepflanzt. So, und jetzt ist Schluss mit dieser Folge. Nächstes Mal geht es dann weiter. Wann, das kann ich noch nicht sagen, aber ich gebe mein Bestes, dass ihr nicht so lange darauf warten müsst. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht und ob ich das jemals schaffe. Bis jetzt war es echt nicht so gut, Katastrophe. Und ich muss echt mal gucken, was ich noch alles anschaffe und wie wir überhaupt noch zu Geld kommen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.